Geehrte Geschwister, die heutige Freitagspredigt wird sich mit zwei Gelegenheiten beschäftigen, die uns im Alltag betreffen. Das heißt, wir können unseren Alltag mit unserem Islam verbinden. Wir können unseren Islam im Alltag und müssen ihn gerade im Alltag erleben und mit unserem Alltag verbinden. Denn ansonsten, liebe Geschwister, werden wir durch den Alltag von unserem Islam abgebracht. Und weggebracht und abgelenkt. Diejenigen, die ihren Islam mit dem Alltag verknüpfen können, Alhamdulillah, das sind diejenigen, die erfolgreich sind, weil sie sowieso dann in den besonderen Prüfungen am Islam werden festhalten, weil sie sowieso stets durch ihn begleitet werden, auch in den alltäglichen Situationen. Liebe Geschwister, angefangen mit einer Emotion, die uns tagtäglich prüft. Eine Emotion, die grundsätzlich natürlich ist und eine Emotion, die auch ihren Platz hat im menschlichen Zusammenleben und auch in der Religion. Imam al-Razali sagte über Wut, über Zorn, dass sie eine Gefühlsregung ist, die auch ihren Sinn hat. Denn wenn wir uns nicht aufregen würden, dann würden wir auch nicht handeln, dann würden wir Dinge nicht beseitigen, die schlecht sind. Dann würden wir keine Vorkehrungen treffen, keine präventiven Maßnahmen. So hat die Wut, liebe Geschwister, der Zorn, hat seinen Platz in der Religion, hat seinen Platz im Alltag, hat seine Funktion in jedem Lebewesen. Ansonsten würde er sein Leben einfach dahingeben. Ansonsten würde er keine Aggression auch standhalten können. Aber Wut sollte immer, wenn sie da ist, ein begleitendes Gefühl sein im gesamten Gefühlsspektrum und sollte auch nicht das maßgebliche Gefühl sein in den Handlungen. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ihn jemand nach einem Rat fragte, er sagte, la tardab, ja, werde nicht zornig. Und der Mann fragte ihn immer weiter nach Ratschlägen und er wiederholte immer wieder La tardab, La tardab, La tardab. Ja. Als Warnung vor diesem Gefühl, liebe Geschwister, was uns vom richtigen Weg oder vom richtigen Handeln abbringen kann. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das vorherige Wort war im Sahih Imam Bukharis verzeichnet. So ist es auch nicht verwunderlich, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Gefühlsregung mit dem Scheitan verbunden hat. Er sagte sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf zwei Streitende und einer von ihnen, er war fast am Platzen. Ja, also man sah den Zorn in seinem Gesicht, an der Farbe seines Gesichts und an seiner Handlung. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, wie Imam Muslim berichtet, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Ich weiß ein Wort, dass wenn er es wahrhaftig aussprechen würde, dann würde das, was sich in ihm befindet, weggehen. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass dieses Wort ist, a'udhu billahi minashaitani rajim. Ich suche meine Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Scheitan. Ich suche meine Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Scheitan. Weil der Scheitan gerne dieses Gefühl kapert. Selbst wenn man im Recht ist und es ist auch grundsätzlich gut, dass man wütend ist, aber der Scheitan vermag sich einer Person und seiner Handlungen stärker zu bemächtigen, wenn das die kontrollierende Gefühlsregung ist in einer Person. Und was dann darauf aufbaut, ja, ist manchmal, und das kennen wir, oft schlimmer als die eigentliche Sache, um die gerade gestritten wird. Oder um die eigentliche Sache, die man gerade versucht, berechtigterweise zu korrigieren. Und wie oft ist das schon passiert innerhalb von Freundschaften oder unter Kollegen oder gar in der Familie. Es gibt einen Anlass, man muss gerade was klären. Beide meinen, im Recht zu sein. Einer ist es. Aber durch diese Wut, durch den Zorn, auf einmal sagt man Sachen, die man gar nicht so gemeint hat, aber die im Herzen haften bleiben, vielleicht für eine lange Zeit bei der Person. Oder man tut Dinge, man verängstigt oder man verunsichert.
Und manchmal passiert das, dass man streitet und im weiteren Verlauf man vergisst, ja, wie fing das eigentlich an? Warum haben wir überhaupt gestritten? Und man findet raus, ja, das hätte man doch leicht klären können. Aber was bleibt, ist dann der Streit nach dem Streit und der Streit nach dem Streit nach dem Streit. Und so schaukelt sich das immer weiter hoch. Deswegen, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ja, wir suchen unsere Zuflucht bei Allah Ta'ala vor dem verfluchten Shaitan. Wenn man spürt, man ist gerade am Durchdrehen, was ist das Beste, was man tun kann? Sich handlungsunfähig machen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den Imam Ahmed überlieferte, إِذَا رَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمْ فَلْيَجْلِسْ. Wenn jemand von euch wütend wird und er steht gerade, was soll er tun? Er soll sich hinsetzen. Weil man weiß nicht, was passiert, wenn man steht. Vielleicht bewegt man sich nach vorne. Ja? Vielleicht verselbstständigen sich die Glieder. Deswegen setz dich lieber hin. Und er sagte weiter, dass wenn die Wut nicht weggeht, dann soll man sich noch handlungsunfähiger machen. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَطَّجِعْ. Wenn also die Wut von ihm gegangen ist, so ist es gut. Und wenn nicht, dann möge er sich hinlegen. Subhanallah. Und wenn sich das, liebe Geschwister, auf den Körper bezieht, so muss sich das erst recht auf den Muskel beziehen, der niemals müde wird. Auf die Zunge. Und deswegen sagte auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie das ist unter anderem Imam Ahmad, der diese Worte verifizierte, إِذَا رَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Wenn jemand von euch wütend wird, wenn jemand von euch den Zorn in sich aufsteigen spürt, so soll er schweigen. So soll er schweigen. Weil ansonsten, wie gesagt, handelt man oder man sagt Dinge, die den Missstand nicht verbessern, sondern ihn gar noch schlimmer machen. Und noch schlimmer, eventuell merkt man, man war selbst im Unrecht gewesen. Da muss man noch weiter zurückrudern durch Entschuldigungen. Und man hat dann ein gestörtes Vertrauensverhältnis. Man denkt, ja, subhanallah, ja, guck mal, bei dem muss man aufpassen. Lieber mit dem nicht so viel zu tun haben. Weil der regt sich schnell auf. Und wenn er sich aufregt, dann hat er sich selbst nicht unter Kontrolle. Und so leidet die gesamte Umma. Eine gesamte Gesellschaft kann unter diesem Gefühlszustand leiden, weswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch seine warnenden Worte und seine deeskalierenden Worte, seine hilfreichen Worte an uns alle richtete. Sallallahu alaihi wasallam. Auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba min ash-shaytan. Also er sprach diese Gefühlsregung dem Scheitan zu, aufgrund der häufigen negativen Konsequenzen. Also der Zorn ist vom Scheitan. Der Zorn ist vom Scheitan. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ نَارٍ وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Scheitan aus Feuer erschaffen wurde und das Feuer durch Wasser gelöscht wird, so möge jemand, der die Wut verspürt, er möge seine Gebetswaschung vornehmen. Das kühlt, alhamdulillah. Das dämpft die Hitze. Das dämpft das Temperament. Ja? Und wir reden auch, subhanallah, in allen Sprachen von der Wut in Verbindung mit Hitze. Ja. So. Cool, bleib cool. Ja? Kühl dich runter. Und können wir uns vorstellen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Gebetswaschung spricht, ohne dass damit auch ein Hinweis auf das Gebet gemeint ist? Und Allah Ta'ala sagt im Koran, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, und suche Hilfe durch Geduld, damit ist auch unter anderem das Fasten gemeint, und durch das Gebet. Wenn man dann schon mal Wudu gemacht hat, dann ja, ist man auch in Gebetsstimmung. Nicht nur in Gebetsverfassung und vorbereitet, sondern man ist auch in Gebetsstimmung. Wenn man das getan hat, liebe Geschwister, stellt euch vor, alles, was einen aufregt, ja, und bleiben wir bei dem, was uns zu Recht aufregt, ja, ganz zu schweigen von dem, wo wir im Unrecht sind. Wenn wir dieses Verhalten haben, subhanallah, wie würde sich unser Verhalten ändern? Wie würde sich unsere Familie um uns herum ändern? All unsere sozialen Beziehungen? Wie würde sich das Bild, was wir bei anderen haben, ändern?
Wie würde man unseren Charakter beschreiben, wenn wir diese Vorgehensweisen hätten? Dass wir erstmal grundsätzlich misstrauisch gegenüber dem Zorn sind und den Propheten sagen hören, La tardab, la tardab, la tardab. Ja? Werde nicht zornig, werde nicht zornig, werde nicht zornig. Dass sie sagen, A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Ja, weil er will einbrechen. Auch wenn man im Recht ist, auch wenn es grundsätzlich gut ist, dass man da erstmal einen gesteigerten Puls hat. Sie sagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Aber der Shaitan will dann gleich mitmischen. Ja? Dass man sagt, ich suche meine Zuflucht bei Allah Ta'ala. Und dass man, wenn man merkt, ja, hier kommt jetzt nichts Gutes raus, dass man sich erstmal handlungsunfähig macht. Dass man sich selbst in Sicherheit bringt vor sich selbst. Und auch, um keine Gefahr für die Allgemeinheit zu sein. Und dass man auch die Zunge, liebe Geschwister, einsperrt. Uns wird überliefert von einigen Sahabis, dass sie hin und wieder mit einem großen Stein im Mund herumliefen, um sich zu trainieren. Aber wenn man dann erstmal sprechen möchte, muss man den Stein rausnehmen. Dass man erstmal trainiert, nein, ich spreche nicht die ganze Zeit. Sondern wenn, dann überlege ich. Und dann hat man auch allein aus Bequemlichkeit ein gutes Training und sagt, ja, dann muss ich erstmal den Stein rausnehmen. Und ja, dass wir uns da trainieren. Und dass wir uns immer mit Allah Ta'ala verbinden. Im Zustand des Wudu sind und dass wir beten, liebe Geschwister, um Hilfe bei Allah Ta'ala zu suchen. Und der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, al-anatu minallahi wal-ajalatu minash-shaytan. Ja, es gibt auch andere Überlieferungen, dass man bedachtsam handelt, dass man plant, dass man den Dingen ihre Zeit auch lässt, dass man eine reife Überlegung vorangehen lässt, bevor man handelt. Das ist von Allah. Aber diese Hast, immer übereilt handeln, das kommt vom Scheitern. Das kommt, liebe Geschwister, vom Scheitern. Imam al-Tabari, er sammelte eine Überlieferung, die unter anderem auch Abu Dawud verifizierte. Man kadhima raydan wa huwa yaqdiru ala infadhi mala'uhu Allahu amnan wa imanan. Wer seinen Zorn beherrscht, obwohl er fähig dazu wäre, ihn rauszulassen. Ja, also er wäre fähig quasi, wenn er Dampf ablässt, als Sieger herauszukommen, in der einen oder anderen Form. Aber wer sich zurückhält, den wird Allah Ta'ala mit Sicherheit, Versicherung und mit Iman füllen, auffüllen. Man gibt sich selbst Zeit. Man verlässt etwas für Allah Ta'ala. Und Allah Ta'ala ersetzt es durch etwas Besseres, wie auch der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer etwas für Allah Ta'ala verlässt, dem wird Allah Ta'ala etwas Besseres als das geben, was die Person für Allah Ta'ala verlassen hat. Und man kann die Sache nochmal durchgehen. Man kann die Sache nochmal durchgehen. Und dann gewinnt man an Sicherheit, ja, ich bin doch im Recht. Das war jetzt nicht nur in der Hitze des Gefechts, nicht nur mein Ego, was auch zu meinen Feinden gehört, sondern nach reichlicher Betrachtung, nach kollegialer Beratung, komme ich zu dem Schluss, ich muss dazu was sagen. Ich muss handeln auf eine gewisse Art und Weise und überzeugend handeln. Und in einer Zeit, liebe Geschwister, in der es beispielsweise um gesellschaftspolitische Themen geht und in der es gar nicht angekommen ist, hier und dort, dass es Islamfeindlichkeit gibt. Ja, das ist gar nicht im Vokabular einiger. Ja? Natürlich, wir werden emotional, das ist ganz natürlich. Und hin und wieder ist es mir auch passiert, dass ich dann höre, so, ja, du bist jetzt emotional. Dann merke ich, das ist dieses Argument, so, du bist jetzt emotional, du weißt nicht mehr, was du sagst, oder du bist vielleicht eine Gefahr. Ja, also irgendwas will man damit sagen oder transportieren. Oder, ja, ich kann dich ja gar nicht ernst nehmen, weil morgen wachst du auf und denkst, ja, was habe ich da gesagt? Und da muss man aufpassen, das begegnet einem. Wenn man argumentiert und man ist persönlich auch betroffen und ja, dann hat man vielleicht zu wenig A'udhu billahi minash shaitanir rajim gesagt. Vielleicht hätte man nochmal Wudu machen können. Dann hätte ich gesagt, ich bin kurz im Bad. Ja,
Man geht ins Bad, man fühlt sich erleichtert, man macht nochmal Wudu, man nutzt die Gelegenheit für ein Bittgebet oder ja, für ein Salah. Man geht nochmal durch, was man sagen möchte und wie man das sagen möchte. Man bittet Allah Ta'ala um Tawfiq. Ja? Wenn euch so geantwortet wird, ah, du bist jetzt gerade so emotional, dann sagt ja. Ich bin emotional, weil es mich betrifft. Aber eigentlich sollten wir alle emotional sein, weil wir reden gerade über etwas, was uns alle angeht. Ja, das heißt, weckt seine Emotionen. Auch du als Mensch solltest etwas fühlen, wenn es um Diskriminierung geht, wenn es um Ungerechtigkeit geht oder wenn es um Hetze geht. Jeder sollte sich bedroht fühlen. Und die Hetze gegen die eine Gruppe kann sich dann später auch in die Hetze anderen Gruppen gegenüber wandeln. Sehr schnell. Wer garantiert, dass du nicht der Nächste bist? Und dann bringt es zum Punkt, abgesehen davon, dass ich etwas vielleicht emotional vorgetragen habe, was sagst du denn zum Inhalt? Ja? Was sagst du denn zum Inhalt? Dann fasst man nochmal ganz kurz zusammen, was man gesagt hat. Dass man wieder auf die inhaltliche Ebene einsteigen kann, geehrte Geschwister. Ja, subhanallah. Wir haben eine Menge vor uns, alhamdulillah. Und das sage ich rückblickend, das sage ich, weil ich selbst meine Hand an den Herd gelegt habe und euch nicht unbedingt diese Erfahrung wünsche. Ja, so lernt aus den Fehlern derjenigen, die etwas älter sind oder die etwas erfahrener sind. Und ihr werdet ein erfüllteres Leben haben, ein erfolgreicheres Leben haben. Deswegen sollten wir mit unseren Eltern reden, mit unseren älteren Geschwistern reden, mit unseren Fachleuten in den einzelnen Disziplinen reden. Ja? In allen. Unternehmensberatung und Gesundheit und Autokauf. Wir wollen für alle Angelegenheiten, liebe Geschwister, Spezialisten haben. Und wir wollen immer aus den Fehlern der anderen lernen. Und das ist eine vorzügliche Tat. Aber auf seine eigenen Fehler zu bestehen, weil man sagt, ja, ich lebe mein eigenes Leben, ja. Der hat zu viel Fernsehen geguckt, liebe Geschwister. Zu viel Internet, muss man heutzutage sagen. Ja, subhanallah. Eine andere Gelegenheit, liebe Geschwister, die wir auch tagtäglich praktizieren können, um mit Allah Ta'ala verbunden zu sein. Und um die Absicht zu haben, beziehungsweise sie zu erneuern, Allah Ta'ala noch mehr dienen zu können, noch effektiver dienen zu können, langfristiger dienen zu können, um länger die obere Hand sein zu können, die gibt, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lobte gegenüber der unteren Hand, nämlich der Nehmenden. Mit der Absicht, sich für Allah Ta'ala anzustrengen, Dschihad zu führen, Anstrengung auf allen Ebenen. Wir müssen uns mehr um unsere Gesundheit kümmern. Das ist eine große Gnade. Allah Ta'ala ließ seinen Propheten sagen, sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu yawm al-qiyama, ya'ni al-abda minan na'im an yuqalu lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwiyaka minal ma'il badid. Imam At-Tirmidhi überlieferte diesen Hadith und Al-Albani hat ihn als sahih verifiziert. Das Erste, was einem Diener am Tage des Gerichts als Frage gestellt werden wird, ist, habe ich dir nicht einen gesunden Körper gegeben und habe dir vom kalten Wasser zu trinken gegeben? Diese Frage, liebe Geschwister, macht Angst. Haben wir mal über kaltes Wasser nachgedacht? Ja, Allah Ta'ala wird uns danach fragen, dass er uns kaltes Wasser zur Verfügung gestellt hat. Subhanallah. Allein diese Frage ist beängstigend. Und was haben wir aus unserer Gesundheit gemacht, liebe Geschwister? Wenn wir uns fragen, haben wir versucht, den Koran überhaupt nur lesen zu lernen? Auswendig zu lernen? Und das natürlich hat das mit Gesundheit zu tun. Ja. Man muss das richtige Essen essen. Ja, Gehirnnahrung, Studentenfutter. Man muss mehr aus seinem Tag machen als andere, weil man natürlich anderen Pflichten genauso nachgeht. Ja, dass man erwerbstätig ist und sich um die Familie kümmert. Ja. Wir Muslime haben noch mehr Pflichten, die wir anerkennen. Kümmern wir uns wirklich um unsere Gesundheit? Und eine andere Frage, wofür geben wir unsere Gesundheit? Wenn wir mitbekommen,
Ja, der eine Bruder verletzt, Kreuzbandriss und Bänderriss und Operation hier und dort und ja, im Fitnessstudio dies und das und ja, subhanallah. Man, wie viele Kalorien verbrennt man auf dem Weg, einen muskulöseren Körper zu bekommen oder einen ausdauernden Körper zu bekommen oder gemäß einem Schönheitsideal einen schöneren Körper zu bekommen? Im Vergleich dazu, wie viele Kalorien verwendest du, um Allah Ta'ala zu dienen? Was gibst du von deiner Gesundheit? Leben wir nur für die Dunya? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith in Bukhari, er bat Allah Ta'ala um Gesundheit. Das ist etwas, worum er Allah Ta'ala gebeten hat. Oh Allah, schenke mir Gesundheit. Wenn wir uns vorstellen, wofür? Ja. Und uns fragen, wofür? Und wir wissen, wofür. Das können wir uns ganz einfach vorstellen. Damit wir Allah Ta'ala diese Amana so zurückgeben, wie sie uns gegeben hat. Unser Körper, subhanallah, ist ein Wunder. Ja. Und es ist eine Leistung, ihn krank zu machen. Es ist eine große Leistung, unseren Körper krank zu machen. Und durch unseren Körper können wir wirken. In dem Moment, wo das Herz nicht mehr schlägt, liebe Geschwister, ja, was können wir dann noch tun? Oder wenn wir immer ein Krankheitsfall sind, anderen, ja, also nicht Verantwortung tragen können. Wir fallen anderen nicht zur Last. Das ist eine große Gnade für sie, dass sie sich um Kranke und um Bedürftige kümmern können. Aber natürlich wäre man lieber der Gebende, der Helfende, der Behandelnde, der Tröstende, anstatt auf der anderen Seite zu sein. Und so warnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal farag. Das ist auch eine Warnung, gerade an unsere Generation, liebe Geschwister. Zwei Gaben Allahs, die meisten Menschen oder viele Menschen, sie nutzen sie nicht. Sie sind übervorteilt. Sie haben sie bekommen, aber nichts daraus gemacht oder wenig daraus gemacht. Die Gesundheit und Freizeit, subhanallah. Gesundheit und Freizeit. Auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und jetzt sollen wir anfangen, richtig nachzudenken. Weil wir sind eine sehr materialistische, leben in einer sehr materialistischen Welt und wir vergessen die Gabe der Gesundheit. Wir meinen immer, ja, wenn ich doch nur Geld hätte, könnte ich dieses und jenes machen. Und dabei vergessen wir, dass wir gesund sind und so vieles machen können. Und da sagte der Prophet dazu sallallahu alaihi wasallam: La ba'sa bil rina liman ittaqa. Kein Problem, wenn jemand reich ist, wenn er ehrfürchtig ist, Allah Ta'ala gegenüber. Ja? Ansonsten ist es ein großes Problem, Geld zu haben und Möglichkeiten zu haben, aber man hat keine Gottesfurcht, ja, dann wird man nur an Sünden, wird man nur die Sünden mehren, anstatt gute Taten. Er sagte weiter, sallallahu alaihi wasallam: وَصِحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى. Und gesund zu sein für den Gottesfürchtigen ist besser zu sein als reich. Also überlegen wir mal, wo tun wir unsere Anstrengung rein? Wie viele Kalorien verbrennen wir, liebe Geschwister, auf dem Wege Allahs? Ein Problem, was mehr Männer haben als Frauen, aus meiner Erfahrung heraus, und man kann dazu Studien aufsuchen, wenn man möchte, die These zu bestätigen oder widerlegen. Männer scheuen sich häufiger, zum Arzt zu gehen, als Frauen. Ja, man möchte seine Schwäche nicht eingestehen, beziehungsweise möchte man sagen, ja, ich bin stark, ich pack das schon. Ja, oder man schämt sich, zum Arzt zu gehen. Und der Prophet sagte aber, und das ist ein Befehl, sallallahu alaihi wasallam: Inna allaha anzala da wa dawa wa ja'ala li kulli da in dawa fatadawaw. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den Abu Dawud unter anderem verifizierte, ein Hassan Hadith, li ghayrihi, wenn das genauer interessiert, nach Arnaud: Wahrlich, Allah Ta'ala hat die Krankheit herabgesandt und die Heilung herabgesandt. Und für jede Krankheit hat er auch, für jede spezielle Krankheit hat er auch eine spezielle Heilung herabgesandt. So sucht, so lasst euch behandeln. Ja? So lasst euch behandeln. Das ist ein Befehl. Wenn ihr ein Problem habt, ein gesundheitliches, hört die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Fatadawaw, fatadawaw, fatadawaw. Lasst euch behandeln. Ja?
Geht zu diesen Vorsorgeuntersuchungen, geht regelmäßig zu eurem Arzt. Mit der Nia, wofür? Ich muss mich fit halten. Ich will Verantwortung tragen. Ich will stark sein. Ich will auch in der Stimmung sein. Denn wir kennen das, wenn wir krank sind, wir tun es vielleicht, aber nicht mit dieser Stimmung. Ja, und man will die Gnade zeigen. An seinem Gesicht, auf seinem Gesicht. Ah, ich darf gerade diese Ibadah vollziehen. Aber wenn man krank ist, hat man nicht diese Grundstimmung, lächeln zu wollen. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, aber sucht die Behandlung nicht in unerlaubten Mitteln. Das heißt, wir halten uns fern von Dingen, die verboten sind. Heilung ist in dem, was Allah Ta'ala grundsätzlich erlaubt hat. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Liebe Geschwister, der Prophet sagte صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass im Schwarzkümmel Heilung ist für jegliche Krankheit. Dass im Schwarzkümmel Heilung ist für jegliche Krankheit. Außer für Assam, und es wurde gefragt, was ist Assam? Er sagte, für den Tod. Wenn ihr googelt Schwarzkümmelöl, werdet ihr sehr viele nicht-muslimische Forscher und Ärzte und Heilpraktiker finden, die die heilsame Wirkung des Schwarzkümmelöls beschreiben und wo es eingesetzt wird und in welchen verschiedenen Bereichen es auch eingesetzt wird. Aber subhanallah, ich sehe nicht Schwarzkümmelöl in jedem muslimischen Haushalt. Das könnt ihr mehr oder weniger in jeder Moschee kaufen. In jedem gut sortierten muslimischen Einzelhandel findet ihr Schwarzkümmelöl, geehrte Geschwister. Und es gibt keinen Widerspruch zwischen diesem Hadith und dem vorherigen, denn dies ist ein Hadith, der davon spricht, dass dieses Schwarzkümmelöl allgemein gut ist für die Gesundheit. Und wenn das Immunsystem stark ist, wird jede Krankheit besser abgewehrt durch das Immunsystem oder besser behandelt durch das Immunsystem. Und zusätzlich hat Allah Ta'ala, wie gesagt, für jede Krankheit auch eine spezielle Heilung herabgesandt. Ja, und wir sollen diese Heilung suchen und wir sollen uns behandeln lassen, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen haben wir in unserer muslimischen Geschichte Mediziner, ja, Ibn Sina beispielsweise, eines seiner Werke, Al-Qanun fi Tibb, wurde in europäischen Universitäten nach einer Zählung 500 Jahre, nach der anderen Zählung 700 Jahre noch als Grundlagenwerk verwendet. Weil Muslime nicht einfach gesagt haben, okay, holt euch Schwarzkümmel und dann der löst alles. Sondern nein, für jede Krankheit gibt es eine spezielle Heilung und die muslimischen Universalgelehrten und Ärzte im Speziellen haben nach diesen speziellen Heilungen auch beziehungsweise Behandlungsmethoden auch immer gesucht. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Und esst von dem, was Allah Ta'ala euch erlaubt hat und von den guten Dingen, ja, at-tayyib, und habt Ehrfurcht vor Allah, an den ihr glaubt. Manchmal, einige Muslime, sie kümmern sich schon darum, steht da Halal drauf oder es ist Halal und wir sagen, es ist Halal. Aber ist es auch gut? Es ist Teil der Ayah, liebe Geschwister. Esst von den guten Dingen, nicht von dem ganzen Schrott, selbst wenn er oberflächlich Halal sein sollte, also entweder Halal geschlachtet oder, wie gesagt, nicht aus Alkohol bestehend oder kein Schweinefleisch, aber ist das auch eine gute Nahrung? Und wenn wir das praktizieren, liebe Geschwister, wir können unseren Alltag, der ja mit Allah Ta'ala zu verbinden ist,
mit Allah Ta'ala verbinden. Nicht lediglich für unsere 5 Gebete, die wir inshallah alle einhalten, ja, weil das ist Standard. Jeder sollte 5 am Tag beten. Egal, ob er einem Haram-Beruf nachgeht, egal, ob er andere Gebote bricht, morgens und abends. Das ist Standard. Da fängt es an, liebe Geschwister. Es gibt keinen guten Grund, nichts zu beten, liebe Geschwister. Es gibt nur schlechte Ausreden, die der Scheitan uns eingibt. Eine Ayah, liebe Geschwister, spricht sogar nur von den Tayyibat. Ya ayyuhalladhina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O Leute des Iman, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und seid Allah dankbar, so ihr ihm dient. Ja, so ihr ihm dient. Deswegen, wir versuchen, liebe Geschwister, von den guten Dingen zu essen. Wir versuchen auch, den Ratschlag von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu befolgen, nicht zu übertreiben. Ja, wala tusrifu, ja, kulu washrabu wala tusrifu, wie Allah Ta'ala auch im Koran sagt. Esst und trinkt, aber übertreibt nicht. Und der Prophet sagt es sallallahu alaihi wasallam, dass es kein schlimmeres Gefäß gibt, was der Mensch zu füllen vermag, als seinen eigenen Bauch. Ja, und wenige Bissen genügen, dass er weitermachen kann. Aber wenn er denn essen möchte, ja, also wenn er denn essen möchte, wenn er nachgibt dem Grundsatz, dass man nur wenig zu essen hat, dann soll er ein Drittel seines Bauches mit Festem füllen, ja, mit Nahrung füllen, und ein Drittel mit dem Flüssigen, ja, mit Getränken, und ein Drittel soll er zum Atmen lassen, dass man noch atmen kann, ja, nicht gleich irgendwie den Rettungssanitäter nach der Mahlzeit rufen muss. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Shafi. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte schenke uns Heilung. O Allah, bitte schenke uns Kontrolle über unsere Emotionen. Bitte schenke uns Erfolg, Erfolgsverleihung von dir, wenn wir andere zum Guten einladen, O Allah, und vom anderen und vom Schlechten abhalten möchten. Allahumma Amin. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und schenke uns Zuflucht vor all dem, wofür auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. O Allah, bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Und lass uns eine lichtspendende Leuchte auf deinem Weg sein, O Allah. Allahumma Amin. Und bitte stehe den Bekriegten bei, den Gefolterten bei, den Gefangenen bei, den durch Kriege und Katastrophen Geprüften bei, den Verzweifelten, den Trostsuchenden, den Kranken. Und bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und bitte schenke uns Harmonie in unseren Familien. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.